Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Wie Sie sehen, wenn Sie mal hinter mich schauen, Sie sehen nichts. Keiner anwesend, keiner da. Sind keine Schüler in der Schule, muss der Lehrer zu Ihnen nach Hause. Ja, da es hier so ein bisschen unheimlich ist und ungemütlich ist in der Schule ohne Teilnehmer, ohne, ohne Menschen, ohne Sie als Auszubildende, werde ich den Raum wechseln und ich gehe in mein Wohnzimmer oder in mein Arbeitszimmer und filme von dort aus weiter. Also, bis gleich. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Hallo, herzlich willkommen zurück hier in meinem Arbeitszimmer. Ja, im Klassenraum war mir das ein bisschen zu öde und zu langweilig. Die Teilnehmer befinden sich ja in Szenario C. Das heißt also, sie dürfen beschult werden zu Hause, lernen zu Hause, auch nicht in Kleingruppen. Ja, nur die Abschlusskurse, die sich vor den Prüfungen befinden, die sind noch in der Schule und werden bei uns unterrichtet. Aber heute geht es hier um die ATA-Ausbildung. Die ATA-Ausbildung, Anästhesietechnische Assistentenausbildung, ist ähnlich konzipiert wie die OTA-Ausbildung und gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Früher waren die Kurse noch relativ klein, dass die ATAs dann zusammen mit den OTAs gemeinsam ausgebildet wurden und ja, in den allgemeinen Themen wie Anatomie, Physiologie und Krankheitslehre im Verlauf haben sie dann speziellen Unterricht bekommen. Auch die ATA-Ausbildung hat keine staatliche Anerkennung, sondern ist zertifiziert und anerkannt von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der DKG. Ja, wie sieht Ihr Arbeitsumfeld aus? Auch die ATAs haben sich von vornherein spezialisiert. Auch diese Ausbildung ist ursprünglich aus der Krankenpflegeausbildung entstanden. Ja, die ATAs, also Anästhesietechnische Assistenten, spezialisieren sich gleich von vornherein und haben ihren Arbeitsbereich im operativen Bereich, im anästhesiologischen Bereich. Das heißt, sie begrüßen den Patienten vor seiner OP, begleiten den Patienten auch in die OP und führen zusammen mit dem Narkosearzt eine Narkoseeinleitung durch. Das heißt, sie sind in der Assistenz, sie unterstützen bei unterschiedlichen Tätigkeiten den Arzt und begleiten den Patienten bis hin in sein Schlummerland. Ja. Wenn er dann schläft und schmerzfrei ist, begleitet die ATA den Patienten weiterhin durch die Operation. Und hier ist es sehr unterschiedlich. Manche Operationen dauern sehr lange, manche OPs sind sehr kurz. Bei manchen OPs sind die Patienten sogar wach und bekommen eine Lokalanästhesie, also der Bereich, der operiert wird, wird eben halt betäubt. Genau, und dann ist auch mit dem Patienten zu sprechen. Der pflegerische Anteil bei den ATAs ist wesentlich größer als bei den OTAs. Ja, also hier haben Sie auch durchaus mit wachen Menschen zu tun, mit seinen Ängsten zu tun, besonders vor der Operation. Ja, im OP begleiten Sie ihn und überprüfen seine Vitalparameter und schauen, dass er eben halt stabil durch die OP kommt. Postoperativ, also nach der OP, geht der Patient dann in den Aufwachraum. Hier ist auch nochmal ein Tätigkeitsfeld zu benennen. Ja, Sie können auch im Aufwachraum eingesetzt werden und dürfen dafür Sorge tragen, dass der Patient behutsam, aber auch gezielt und kontrolliert aus seiner Narkose erwacht. Ja, und das ist auch noch ein Tätigkeitsfeld. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist das sogenannte Schmerzmanagement. Also in der Schmerzbehandlung und Schmerztherapie werden ATAs auch eingesetzt. Ja, sie sind aber auch eingesetzt im Krankenhaus im Bereich der Notaufnahme. Dort finden Sie auch einen Schülereinsatz, nämlich im akutmedizinischen Bereich, in der Notfallversorgung von Patienten. Und Sie haben einen Einsatz auch auf der Intensivstation, um eben halt ja, Patienten pflegerisch auf der Intensivstation zu betreuen, bekommen Sie hier auch einen Einblick. Das heißt also, Sie haben hier unterschiedliche Bereiche. Ne, es klingt nach einem sehr kleinen Bereich, die ATAs, dass Sie eben halt im Narkosebereich tätig sind, aber auch diese Ausbildung ist sehr vielfältig.
Ja, im Krankenhaus ist auch so der demografische Wandel fortgeschritten und wir haben viele Teams im Bereich auch der ATAs, wo es eine Überalterung gibt und wenig Nachwuchs gibt. Ja, aber diese Ausbildung ist noch nicht so richtig bekannt und publik, aber es gibt sie und ja, und sie erfreut sich der Beliebtheit. Ja, und welche Voraussetzungen müssen Sie hier mitbringen? Also, Sie sollten kommunikativ sein, Sie sollten natürlich auch gerne in Teams zusammenarbeiten, mit unterschiedlichen Berufsgruppen auch zusammenarbeiten. Sie sollten auch hier ein Interesse haben an Anatomie, Physiologie und Krankheitslehre und auch eine Belastbarkeit aufzeigen, denn Sie haben intermittierend, also manchmal auch mit Notfallsituationen zu tun und brauchen hierfür natürlich auch eine körperliche und psychische Gesundheit. Des Weiteren brauchen Sie ja, einen technischen Sachverstand. Das heißt, Sie haben hier auch mit diversen Medizinprodukten zu tun. Sie haben mit Monitoring zu tun, mit Apparaturen zu tun, die Sie letztendlich dann auch lernen dürfen, im operativen, anästhesiologischen Bereich zu bedienen. Ja, vom Schulischen her brauchen Sie hierfür auch einen Realschulabschluss. Abitur ist auch gern gesehen. Ein Hauptschulabschluss ist auch in Ordnung, nur würde ich Ihnen hier empfehlen, auf jeden Fall vorher eine Pflegehelferausbildung gemacht zu haben oder eine Pflegeassistenzausbildung gemacht zu haben. Was mir auch wichtig ist, dass Sie, bevor Sie sich so sehr spezialisieren und für den Beruf auch interessieren, immer ein Pflegepraktikum oder ein Praktikum in dem Bereich auch zu absolvieren. Wie sollten Sie sich bewerben? Ja, bewerben sollten Sie sich wieder direkt ans Krankenhaus. Sollten Sie sich wenden, auch hier wieder ein Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, tabellarischen Lebenslauf, Lichtbild und die schulischen Zeugnisse nicht zu vergessen. Ja, und dann werden Sie natürlich auch wieder eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch, zum Probearbeiten oder für ein Pflegepraktikum dann auch letztendlich vorgeschlagen. Und ja, Sie brauchen ein Krankenhaus Ihrer Wahl, der mit Ihnen gemeinsam diese Ausbildung auch umsetzen möchte. Ja, dieses Krankenhaus wird dann mit einer DKG, also Deutsche Krankenhausgesellschaft, zertifizierte Schule zusammenarbeiten, wo Sie dann eben halt Ihren theoretischen Unterricht für die Ausbildung erleben. Ja, die theoretische Ausbildung, auch hier wie bei den OTAs, ist sehr unterschiedlich aufgebaut. Sie haben unterschiedliche Fächer in, oder Lernbereiche, besser gesagt. Der Lernbereich zum Beispiel allgemeine Berufsfachkunde, dann haben Sie spezielle Berufsfachkunde, Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, auch im Lernbereich 3 wieder den psychologischen Part, nämlich das berufliche Selbstverständnis. Sie haben auch Rechtskunde. Ja, wie wird das Ganze finanziert? Auch hier bekommen Sie eine Ausbildungsvergütung. Das dürfen Sie dann mit Ihrem Krankenhaus aushandeln. Der zahlt Ihnen nämlich ein Ausbildungsgehalt. Ja, wie ist die Ausbildung strukturiert und aufgebaut? In Vollzeit haben Sie hier eine dreijährige Berufsausbildung, die eben halt auch berufsbegleitend ist. Das heißt, Sie haben einen großen Part im praktischen Bereich, wo Sie durch Praxisanleiter unterstützt werden und eben halt begleitet werden und eben halt auch Unterweisungen bekommen für die unterschiedlichen einzelnen Medizinprodukte, also Gerätschaften. Sie haben auch eben eine Ausbildung, weil Sie eng auch mit den Anästhesisten zusammenarbeiten, also die Arztbegleitung ist auch immer sehr lehrreich. Also hier können Sie im praktischen Betrieb eine Menge lernen. Was können Sie mit Ihrer Ausbildung anfangen, wenn Sie fertig sind? Auch hier bietet diese Ausbildung Ihnen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten an. Sie können auch hier in dem Bereich sich spezialisieren, zum Beispiel im Schmerzmanagement, oder Sie können sich spezialisieren auf Ausbildung, also berufsbegleitend können Sie eine Praxisanleiterausbildung machen. Aber natürlich können Sie auch nach der dreijährigen Berufsausbildung auch studieren in unterschiedlichen Bereichen. Ich hoffe, es hat Ihnen das Video gefallen. Es war ein Wissen kompakt über die ATA-Ausbildung. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, hinterlassen Sie einen Daumen hoch oder abonnieren Sie meinen Kanal. Bis dahin alles Gute und Tschüss.